Mit Kraftakt Frauen, Stimmen und Wahlrecht zeigt das Landesmuseum eine Projektion zum Thema Frauenrechte in der Schweiz. In den 1950er und 60er Jahren begann man zu realisieren, dass der Ausschluss von Frauen von politischen Rechten ein schlechtes Bild auf die Schweiz warf. Im Ausland war die Rechtsgleichheit schon vielerorts umgesetzt und gehörte zum Alltag. Als man dann 1968 der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten wollte, ohne den Frauen eigene politische Rechte einzuräumen, löste dies ein innenpolitisches Erdbeben aus. Frauen jeglicher Gesinnung schlossen sich zusammen und wehrten sich erneut. Erst 1971 war es dann soweit und das Frauenstimm- und Wahlrecht wurde endlich angenommen. Es ist noch gar nicht so lange her, seit 1971. Und dennoch ist die Erinnerung an den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung hier in der Schweiz bereits verblasst. Dem Landesmuseum ist es ein großes Anliegen, immer wieder auf diesen Kampf hinzuweisen. Und deshalb sind wir besonders stolz darauf, dass wir mit dem Verein Hommage 2021 zusammenarbeiten konnten. Dies ermöglicht uns, die Panoramaprojektion Hommage 2021 im Landesmuseum zeigen zu können. Die beeindruckende Projektion besteht aus rund 350 bewegten Bildern und Musik. Sie ehrt erstmals die Tausenden von Frauen, die sich während mehr als 100 Jahren für Rechtsgleichheit und Chancengleichheit eingesetzt haben. Sie zeigt einerseits die vielen Anläufe der Frauen, um politische Rechte zu erlangen, aber auch die vielen Rückschläge, die sie erlitten haben, und die konservative Haltung der Männer. Geschaffen wurde die Projektion vom Verein Hommage 2021 in jahrelanger Recherchearbeit. Sie wurde zum 50-jährigen Jubiläum des Frauenstimm- und Wahlrechts auf dem Bundesplatz in Bern gezeigt und wurde dabei an die Fassaden des Bundeshauses, der Berner Kantonalbank und der Nationalbank gestrahlt. Indem die Projektion nun bei uns im Landesmuseum Zürich gezeigt wird, kann sie auch nach ihrer erstmaligen Ausstrahlung einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Hommage 2021 ist die erste großformatige Projektion, die als eigenständiges Ausstellungsprojekt im Landesmuseum gezeigt wird. Ein Experiment ohne Exponate quasi. Etwas Neues für uns im Museum. Möglich wurde die Durchführung dieses Projektes erst durch die großzügige Unterstützung der Gebert-Rüff-Stiftung. Dank ihrer Förderung konnte die nötige Infrastruktur angeschafft werden, um der großformatigen Projektion gerecht zu werden. Bild und Ton wurden auf die Innenräume des Landesmuseums angepasst. Die Projektion kann nun mit Kopfhörern oder mit Raumton im Innenraum des Museums genossen werden. Außerdem wurde ein vielfältiges Rahmenprogramm entwickelt mit Gesprächen von Spezialistinnen und Spezialisten zum Thema Frauenrechte. Ein Angebot, das rege genutzt wird. Wissenslücken zum Thema der Frauengeschichte in der Schweiz zu schließen, ist ein erklärtes Anliegen des Vereins Hommage 2021 und auch des Nationalmuseums. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung konnte dank der Unterstützung der Gebert-Rüff-Stiftung nun erreicht werden. Zudem wurden Abklärungen getroffen, ob die Projektion auch andernorts gezeigt wird und inwiefern das Projekt weitergeführt werden kann.